Willkommen zurück zu einer neuen blutigen Folge. Freitag, der 13. mit dem wunderschönen Mann Kreis. Heute ist doch Donnerstag, du bringst mich immer ganz durcheinander. Und dem Mädchen vom Bahnhof Zoo, Helen. Hi. Hey, Helen. Hi. Na, wie geht's dir? Das klingt so vom Bahnhof Zoo, sie war Schaffnerin und hat halt nur mal an der Station gearbeitet. Ja, vielleicht hat sie auch ganz andere Dinge dort getrieben. Wir wissen's nicht. Ekelhafte, grauenvolle Dinge. Na, Hauptsache, ich werde bezahlt hier. Ja, aber sie wird gut bezahlt, Leute. Also sie kriegt richtig gut Geld. Und wann werde ich bezahlt? Du? Du hast den Ruhm und die Frauen. Den Ruhm und die Frauen, weißt du, alles, was ich nicht brauche. Hey, viele Leute haben gesagt, Helen soll raus, weil unser Doppelwurst-Sandwich eine sehr angenehme Sache ist. Was, wer hat das gesagt? Menschen. Wer hat das gesagt? Ja, keiner Menschen, hat das gesagt. Diverse Menschen haben gesagt, könnt ihr mal ein bisschen weniger wieder mit Helen machen, war schon zu viel. Wieder mal ein bisschen... Ja, ich bin ja so oft dabei, ne? Also mir wurde heute schon geschrieben, wann macht ihr wieder mal was mit ihr? Also ich weiß nicht, weil wir ja so... Hier kommt Jason. Bist du Jason? Nein. Ach so, sonst hätte ich jetzt... Ich doch nicht. Doch, ist er. Er ist Jason. Ja, wann kann man das sehen? Ja, stimmt. Steht, It's too late, brother. Ob was? Er hat einen Böller gezündet. Ja. Bist du der Böllermann? Nein, ich bin nicht der Böllermann. Dachte schon, so viel Skill hast du nicht. Alter, guck mal, ich hab... Kreis, sollen wir versuchen, ihn zu killen? Ich hab das Schweizer Taschenmesser gefunden. Wollt ihr versuchen, mich zu töten? Nein, das war nur... Ich hab gehustet. Ihr seid doch wahnsinnig. Ihr wollt Jason töten? Das bekommt ihr niemals hin. Nicht in der Public Lobby. Wozu sind eigentlich hier die Radios, die man anmachen kann? Damit kannst du mich herlocken. Wer ist das? Ah, okay. Ich erkenne dich. Ich kann dich wieder erkennen. Aber diese Querstreifen sind jetzt vielleicht nicht so schlau gewählt, aber okay. Ich mache erstmal hier die ganzen Türen kaputt. Ich bin stolz auf meine Kurven, ja? Guck mal, er durchwühlt hier ganz gemütlich die Sachen. Hier auf dem Tisch liegt noch eine Machete. Da hinten auf dem... Was ist das, ein Stock? Nein, der Stock ist auf... Hier an dem Tisch. Ach so. Wo der Hustensaft steht. Das ist mit der Kraft der Fantasie ist das die beste Machete, die du jemals hattest. Alter, dieser Schwarze geht mir richtig auf die Nerven. Apfelhustensaft. Kinderhustensaft ist voll lecker. Bah, so, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn, Bruder. Oh, Bruder. Was, das sind zwei Schwarze? Er hat sich geklont. Jetzt arbeiten sie zusammen und flären mich. Auf einmal waren es zwei Schwarze. Ich werde hier bedrängt. Ich bin ein unschuldiger Farmersmann, der seine Ernte reinholen will. Und dann kommen irgendwelche fiesen, schwarzen Boys und... Jugendliche und werfen Böller in meinem Wald. Und ich muss doch irgendwie auch als Förster agieren und sagen, und, hey... Und beleidigen meine Mama. Voll uncool. Richtig uncool. Der eine ist ganz schön am Bleeden. Dem fällt ja aber mega das Ei aus der Hose. Hier kommt Hauptsache Jason. Was macht ihr zwei Hübschen eigentlich, so ganz ohne mich? Romantisch Hustensaft trinken. Bisschen chillen halt. Netflix und chillen. Sippen. Verdammt! Der geht mir richtig auf die Nerven, der Typ hier. Ja, dann würde ich den mal richtig versuchen zu bekommen. Ja, muss ich unbedingt. Also bleib mir echt an ihm dran, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Würde ich mir nicht gefallen lassen. Der disrespectet mich. Er hat meine Mutter beleidigt. Ich wollte gerade sagen, ey. Aber ich glaube, ich habe jetzt demnächst andere Pläne. Ich muss Kreis und Helen von ihren Qualen erlösen. Ach ne, mir geht's ganz gut. Ja, ich glaube auch. Ich kann mit der aktuellen Situation umgehen. Jetzt hat er sich irgend so einen Riemen geholt. Nach dem Hustensaft. Alter, hier sind so viele Macheten überall. Ja, das Macheten-Heaven. Ja, wollt ihr mich jetzt töten oder nicht? Weiß ich nicht. Wollen wir? Ja, aber da müssen ja... In the hood. Ob die anderen Dudes da mitspielen. Nee, du hast ja schon wen Ja, hast du nicht. Ich könnte sie jemanden töten. Hier ist noch eine Machete. Also die ganze Straße runter, hier gibt's in jedem Haus eine Machete. Hey, ich hab Schlüssel. Okay. Was? Die Batterie ist schon drin. Echt jetzt? Ja, wir versuchen dich zu töten.
Ich will aber endlich mal Jason sterben sehen. Ich denke, die meisten Menschen wollen das. Ja, eines Tages kriegen wir das hin. Wir laden noch ein paar Freunde ein. Wir haben keine Freunde. Deswegen haben wir hier ein Mädchen bezahlt. Hätten wir Freunde, wäre Helm gar nicht da. Ach ja. Wenn du mich Jason nicht hättest. Jason in the Hood. Was mache ich nur mit diesen Kindern, hä? Was mache ich nur? Hier ist alles gelootet, aber nein. Benutzt man heutzutage keine Türen mehr? Ist das sicherer, durchs Fenster zu gehen? Nee, das ist die, nee, wenn die Tür zubleiben kann, ist es aber besser, weil wenn Jason hinter dir ist, der kann ja nicht die Fenster klettern. Okay, ich dachte, das wäre jetzt so eine, ich habe meinen Aluminiumhut immer auf Geschichte. Achso, nee, diesmal nicht. Nur benutzt nur Fenster, Türen sind staatliche Einrichtungen, um uns auszuspionieren. NSA, wir werden beobachtet. Komm schon, wie viel Ausdauer hat der Junge denn? Er springt hier einfach durch. So ein das Psycho. Das rassistisch wirken, aber er ist schwarz. Schon wieder eine Batterie. So ein Psycho, sage ich euch. Aber jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Hä, wo sind die zwei jetzt hin? Frech. Richtig frech. Was? Na, ich jag immer noch die beiden schwarzen Bros da. Ich jag immer noch die schwarzen Bros. Machen wir jetzt. Sag doch mal leise, ich muss hier... diverse Dinge hören. Jetzt sind die echt weg. Gut gemacht. Richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Oi, ja, ich hab gerade in deinen Hinterkopf reingeguckt und da hab ich so deine Augen gesehen. Sie war in mir. Sie hat in meine Seele gestarrt. Ist überhaupt schon irgendjemand entkommen? Was macht ihr denn, ihr Kids? Wir sind fleißig. Seid ihr wirklich fleißig? Ach, wir laufen hier rum, laufen, looten. Du kennst es doch, das alte Lied. Oh, hier ist auch schon gelootet. Ja, aber manchmal vergessen die Leute halt irgendwie die Sachen einzusammeln. Die looten nie richtig. Kein sauberes also so Looten heutzutage mehr. Auto. Ja, ist echt uncool. Nur Schmutz looten. Nur noch Schmutz looten. Schmutz looten. Schmutz looten. Does anyone have gasoline already? Nein, okay, schade. Also ich hab keins. Oh, wow. Ihr werdet eh alle sterben. Ihr kleinen Kinder werdet alle sterben. Hier liegt eine Banane und ein Apfel. Vielleicht sollten wir noch ein paar Vitamine mitnehmen. Da kannst du wie Fred Feuerstein das Auto antreiben. Ja. Helen Schnucki, wo bist du denn? Irgendwo. Wir treiben Sport ein bisschen. Geht dich einen feuchten Furz an. Darling, komm zu Papa. Papa will dir eine Umarmung geben. Nein, Daddy, nein. Lass uns kleine Daddy-Spiele spielen. Lass uns kleine Chokey-Games machen. Ich will dich ein bisschen würgen. Sorry, nein. Du stehst doch auf würgen, oder, Helen? Oh Gott. Okay. Sag nicht, Greis, mit deinen Greis, dreckigen mit Greis, Händen, ey. Mit Greis mache ich immer nur so Spooky-Spiele, weißt du? Da spiele ich immer Igittigit-Mäulchen, ja. Das ist sein Lieblingsspiel. Er spucke ich ihm so kräftig in den Mund, wie ich kann. Und dann... Bah. Wow! Wer ist der schwarze Bruder hier? Boah, der kriegt aber... turnt mich an. Schon ein bisschen, ne? Es turnt mich richtig an. Oh Gott, ich habe ihm volle Kanne in den Sack geschlagen. Ach du Scheiße. Das ist uncool, Jason. Das ist hart uncool. Waren wir hier schon drin? Ich weiß es nicht. Ich hab eben gerade einen Dickkill gemacht. Ja. Ein Duck-Dick. Ja. Ein Duck-Dickel. Ein Duck-Dick. Vor dieser Folge mussten wir uns eine halbe Stunde Entenpornos von Keyshaw angucken. Ja, von ihm, ne? Von ihm, ja, ja, weil meine ja auch so windig ist. Ich, nicht umsonst. Keys sagt immer, ja, weißt du, so wenn bei Hobbys sagt er ja Naturfilmer, aber eigentlich ja, ist er nur auf der Jagd nach Enten, aber in einem anderen, in einem übertragenen Sinne von ich versuche sie beim Sexritual aufzunehmen. Alter, hier sterben Kids. Der sagt, schau mal hier, oh, hier habe ich heute ein kleines Foto gemacht von so einem Korkenzieherpenis von einer Ente. Und guck mal, das Ding sieht aus wie eine Partytröte und was da wurde hier richtig diskutiert. Das Partytröten-Ding kam von Helen. Wie so, Mann, wie gern würde ich mal in der Dröte saugen. Achso, nein, bah! Das finde ich aber echt. Das haben wir auch alle gesagt. Genau, das waren unsere Worte. Hey, wo gehen wir eigentlich hin? Was ist unsere Mission? Wir stapfen hier. Ja, ist so, wir stapfen hier nur. Guck, kleiner Mann. Oh! Wen haben wir denn hier?
tot im Schrank. That's my Jason. Oh, ich glaube, wir laufen gerade in die Arme. Mama sagt, ich bin ganz besonderer Junge. Ja, bringt ihr mich jetzt um oder wie sieht's denn aus, Mädels? Nee. Wo ist er hin? Kein Tod, kein Tod. Was? Ach, Helen. Tod, Leben, Tod, Leben. Tod, Leben, Tod, Leben. Das ist Missbrauch von einem Schweizer Armeemesser. Dafür könnte ich dich anzeigen, ja? Das weißt du. Oh, schlecht, Alter. Schlecht. Richtig schlecht. Stunner und Fight Back und so habe ich aber bekommen. Richtig schlecht, Mann. Glaubst du, ich habe Angst vor so ein paar Kracher? Ja, vor so ein paar frechen Kracherlis? Ein Krocher? Ich sag dir, vorne Business, hinten Party. Was ist er denn? Oi, wen habe ich denn hier? Er hat auch so ein Ding. Gibt's die irgendwo an einem Stand? Was ist denn da los? Wo kann man die kaufen? In der Weihnachtsbäckerei. Jetzt aber Schluss hier, Kreis. Hat sich ausgespielt. Hat sich ausgespielt. Lass mich in Ruhe. Ja, bleib doch einfach stehen. Nimm sie. Was? Was? Du willst doch wohl nicht etwa deine eigene... Oh. Wen habe ich denn da getroffen? Nein. Ist das Kreis? Ist das wirklich der junge Schüler Kreis? Nimm die mit den Querstreifen. Ach, come on. Ich will ihn durchs Fenster werfen. Nein, oh nein. Hast du ein Deo? Hast du ein Deodorant? Nein, ich habe leider kein Deodorant. Geh weg, ich bin verschwitzt und blutig. Oh nein. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ja, dann würge ich dich eben zu Tode. Das wollte ich eigentlich mit Helen machen. Oh, da spritzt aber ganz schön was raus. Ih, war da ein Auge? Ich glaube, da ist ein Auge rausgeploppt, ja. Oh Gott. Ich hoffe, Helen kann ich auch so spritzig gestimmen. Spritzig gestimmen? Ja. Was ist denn los mit dir? Auf der Mandoline. Kannst du dich erstmal für die anderen Leute gehen? Nee, du hast mich provoziert. Ich hab gar nichts provoziert. Klar. Nein. Oh, du bist meine Liebe nicht wert. Baby, ich komm dich holen, Baby. Nein. Ich komm dich holen. But I don't think so. Ich glaub schon. Man muss eigentlich, also, man ist in der Gruppe immer wesentlich besser dran, ne? Ja, weil die Wahrscheinlichkeit dann niedriger ist, dass man selber gewählt wird. Ja. Oh, jetzt geht sie hier wieder in so ein Haus. So eine Langweilerin. Anstelle sich mal ordentlich von mir durchwürgen zu lassen, ne? Du hast aber auch irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht. Ich gehe halt in meiner Rolle voll auf. So spielen Helen und ich auch privat. Ach so, ja, okay. Warte, wir müssen uns jetzt auf eine Story einigen. Entweder. Nein! Entweder bin ich jetzt deine Frau oder deine Freundin. Wir müssen uns mal irgendwie einigen. Ich weiß noch nicht. Das geht noch auf. Das lasse ich die Zuschauer entscheiden. Soll ich mit Helen zusammenkommen? Oder soll Helen Kreis heiraten? Ah, sie ist wirklich entkommen. Ja, ich würde mich um das Auto kümmern. Die sind dann nämlich richtig am Zugange. Ja, also die sind richtig am... Ich habe vorhin eine Batterie reingesteckt ins Auto. Ich habe da auch diverse Dinge reingesteckt. Ja, ich habe die Batterie davor gedroppt. Kies, du hast so einen Auspuffer. Das sind so Leute, die rennen nachts durch die Gegend und schieben ihre Schlongs in fremde Auspuffe. Auspuffers? Nein, das ist... Oh, was habe ich denn hier gefunden? Oh, wow. Ist Mr. Jarvis am Start? Vielleicht könnte er mich ja doch noch töten. Also gerufen habe ich ihn vorhin. Guck mal, das Auto hier ist doch eigentlich relativ frisch. Tommy? Warum benutzt das denn niemand? Okay, er redet auf keinen Fall. Also. Er redet auf keinem Kanal. Tommy! Please! Save me, I'm a little princess. Ouch! Oh, black dude. Oh. No! Ich hab ihn durch die Wand von draußen, Alter! Ich hab ihn gewallhackt. Ich hab ihn gewallhackt.
Oh. Ja, warum sind hier eigentlich nur schwarze Jungs? Ich bin kein Rassist, ernsthaft jetzt. Ja. Ich bringe nur schwarze Typen um. Was läuft hier? Naja, ich war eine weiße Tussi, also... Ausgleichend... Ausgleichende Gerechtigkeit? Ja. Interracial. Oh mein Gott. Ich hab Tommy. I believe in Tommy. Oh, Tommy. Oh, Tommy. Tommy. Boah, du bist... Ah. Oh, Tommy, es tut mir so leid. Oh nein, Tommy. Alter. Ich hab dich auf jeden Fall gejarft. Ahahahaha. Alter, hier fliegen gerade irgendwelche Kampfjets übers Haus oder so. Ich weiß auch nicht, was los ist. Wer ist denn da in meine Falle reingetreten? Little Helm? Es ist voll gebuggt hier. Nee, ich hab die perfekt platziert. Sobald Nein, du nämlich die Batterie dran machen halt willst. Ich kann halt nicht ins Auto rein, ne? Ja, weil ich die Falle direkt davor gelegt hab. Ja, aber ich kann doch jetzt theoretisch ins... Ah, nein, kannst warte. Du nicht. Das ist der gute alte, das Auto ist jetzt nutzlos, Dreck. Ha, Helen. Es gibt keinen, das Auto ist jetzt nutzlos, Dreck. Klar gibt's den. Nein, den gibt's gar nicht. Oh! Aua! Shit! Boah. Kleiner Echt Eier, Sprung. Ne? Alter, er schmeißt hier mit Shurikens! Shuriken! Komm schon, Helen, du bist die Letzte, oder? Oder lebt hier noch jemand? Ja, es lebt noch jemand. Ich würde erstmal den holen gehen. Nee, ich will eigentlich eher so mein kleines Helilein. Du weißt doch. Vinas ist irgendwo im Wald und wartet. Das ist ekelhaft. Vinas kackt im Wald. Hier kommt Freddy. Juck dich jetzt. Willst mich holen? Du Stück, du? Helen, er ist so gemein. Entkommen. Es gibt keinen Entkommen. Ich bringe mich jetzt, glaube ich, selber um. Wie willst du denn das machen? Die Schrotflinte in den Mund nehmen? Du hast noch den Pullover. Oh mein Gott. Sag Sherlock, das doch nicht. Oh. Nein. Nein. So eine Pulli-Verschwendung, ganz ehrlich. Aber sie ist steif gefroren und sie hat den Arm verletzt. Und wieder rein ins Haus. Was soll ich denn machen? Bleib einfach drin, ich komm rein. Gibt's einen Kamin, dann verbrenne ich dein Gesicht. Gibt's einen Kamin, dann verbrenne ich dein Gesicht. Och, das wäre doch mal was Lustiges. Bleib doch einfach drin, Helen, komm schon. Ja, und dann bin ich hier nach Hause eingeladen, da haben wir gedacht, naja, wenn gerade der Kamin brennt, können wir uns auch das Gesicht verbrennen. Bring dich bitte nicht durchs Fenster um. Tu mir das nicht an. Nein, ich will dich verbrennen. Nein. Hier kann ich meinen, weißt du, in unserer Ehe, naja, ehenhafte Beziehung werde ich sehr stark von Helen unterdrückt. Und endlich kann ich hier mal die Hosen anhaben, weißt du? Das, da gehe ich richtig auf in der Rolle. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, da war ein Typ, der war mit zwei Frauen quasi. Also er lässt sich von der einen extra scheiden, aber die andere findet das okay. Also die leben in so einer Dreier-Sache, sogar mit Kindern und so. Richtig crazy. Und die eine wird mal schwanger von ihm und die andere und... Also das ist... Oh! Völlig unspektakulär. Kommt der... Tada! Ja, die war ja schon halb tot. Ich wollte sie ja anfassen, aber die hat sich so gefoltert am Fenster. Was? Ist der andere entkommen oder hat er sich aufgehangen im Wald? Der Polizei ist gekommen. Ach, der war so schnell dort? Vielleicht hat er dort gewartet. Ja, er hat einfach gepokert, denke ich. Pokerface. Gepokert. Jan, was ist denn jetzt hier mit Jason töten? Ihr habt mir versprochen, dass ich endlich meinen Frieden finde. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Das sagst du jedes Mal, Kreis. Der Pulli dürfte da gar nicht mehr liegen. Den habe ich nämlich angezogen. Oh, Level 11, Mann. Level 11. Gibt's irgendeine geile Alter, Belohnung? Was, Alter, wie viel spielt ihr denn alle? Ich bin Level 9. Und Helen ist Level 36. Das stimmt doch. In meiner Welt schon. Also, danke fürs Zusehen. Nicht vergessen, voten für, soll ich Helen als Freundin haben oder Kreis. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wiedersehen.